Hab ich einen Namen oder so? Hey, was machst du da? Gar nicht! We are young, we are strong! Jetzt. Richtig geil, oder? Ja. Was macht ihr da? Ja, ist okay. Lass es jetzt. Hä? Guck dir doch mal das an, diese scheiß Schule, Alter. Ich hab heute gar keinen Bock. So sehen deine Haare auch aus. Ja. Lass meine Haare jetzt nur, okay? Und außerdem haben wir die ersten 2 Stunden Vertretung mit der Emily. Herr Heuer ist nicht da. Klingelt da was? Was soll denn? Da klingelt was, oder? Nee, was willst du mir sagen? Kannst du es dir sagen? Also, ich glaube, Schwänzen wäre eine gute Idee. Ja. Okay. Amelie hat heute frei bekommen von Miller. Offiziell. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt irgendwie... Aber das heißt ja, wenn sie offiziell frei bekommen hat, können wir ja quasi auch offiziell frei bekommen. Ganz wir genau. haben aber nicht offiziell... Also, wir haben nicht Miller als Mutter. Ja, eigentlich wollte ich auch noch mit Noah reden, aber das kann ich auch von anders machen. Aber ich finde, das ist ein bisschen unfair, dass Amelie irgendwie Spaß haben kann. Offiziell, offiziellerweise ja. Und... ich glaube, es wäre eine viel bessere Idee, wenn wir einfach irgendwie, wir holen uns ein paar Teile und Stoff und dann starten wir was richtig Fettes. Nein. Bist du dabei? Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Nein. Das wird Legen, warte. Legen offiziell. Der. Offiziell. Nein. Aber willst du lieber mit Frau Emmeling zwei... Lynn, komm Frau Emmeling ist da, Frau Emmeling ist da. Wo, unter die Treppe, unter die Treppe. Cool. Also, können wir los? Nein! Ja, klar können wir los. Ja, und wie? Nein! Doch, das wird toll! Das wird toll! Das wird toll! Das wird toll. Komm. Tschüss, Schule! Nicht so! Hallo! Statt Vertretung bei der Emily gehe ich jetzt Teile kaufen mit Sina. Okay, und mit Lynn. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist das ziemlich crazy. Aber vor Sina muss ich natürlich lässig sein, einen coolen Eindruck machen und ihr zeigen, dass ich den Einkauf cool regeln kann. Entspann dich. Alles gut. Hey, ist er das? Keine Ahnung. Doch, doch, das ist er. Also pass auf. Bleib mal stehen, gib mir dein Geld. Ich will nichts. Also ich habe auch kein Geld. Okay. Also, ihr bleibt hier und ich mach das, ja? Ja. Viel Glück. Nee, Nino, warte. Ich glaube, es wäre klüger, wenn ich das mache. Weißt du, so auf Sina-Art. Ich handel da einen Freundschaftspreis raus. Das will ich sehen. Hey, Sina. Gut siehst du aus. Ja, was brauchst du denn? Kappeln und Stoff. Ja, das sieht aber ganz schön wenig aus. Ja, aus du, ich weiß nicht. Ich hoffe mal bei dir. Naja, wir können ja am Wochenende mal was trinken. Genau, oder? Dann machen wir das einfach. Ah, du meldest dich, ja? Ja, cool. Dann gib mal her. Pass auf dich auf und aber du meldest dich. Ja, ja. Du meldest dich? Okay, alles klar. Und? Wie habe ich das gemacht? Ja, bin schon beeindruckt. Aber ich hätte das auch hingekriegt. Ah, ich weiß ja nicht. So ohne Flirten so, ne? Ja, aber Typen sind alle gleich, da zieht das. Na dann, wollen wir schon mal einen Platz suchen? Ja. 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 Wow. Sina überrascht mich echt immer wieder, wie sie den Dealer um den Finger gewickelt hat. Das war schon krass. Da bin ich selber fast ein bisschen eifersüchtig geworden. Jetzt mal im Ernst, sie ist eine mega Frau. Das kann man nicht anders sagen. Ey, das Zeug, das Sina gekauft hat, hat ganz schön reingeballert. Aber Sina wollte ja unbedingt richtig viel davon und ich wollte kein Schisser sein vor ihr. Also habe ich jetzt in meinem Kopf richtig Achterbahn. Wollt ihr nicht auch mal probieren? Nee. Doch, nimm mal auch ein paar. Nimm mal ein paar, Mann, dann werde ich die gut an. Dann ist die Welt schön, dann ist die Welt voll. Gut. Voll, Sina, macht man das so bei den Leuten, bei dir? Du meinst bei den coolen Hast du das so gelernt? Ja. Kannst du kurz einfach die Musik ausmachen, ja. Wenn wir reden?
Der Wodka macht Falls ihr das noch könnt. Guck mal, ihr habt doch schon viel zu viel genommen. Guck mal, wie crusty ihr aussieht. Wie? Vor allem du. Was? Ich abturn, ja. Spaß. Bremse. Ha. Die Welt ist schön, okay? Du hast mir richtig gegeben. Komm mal mit. Warum soll ich jetzt aufstehen? Komm doch einfach mit. Okay. Du musst nichts machen, worauf du keinen Bock hast. Lass dich nicht zu irgendwas drängen. Ich hab ja Bock darauf. Nee, deswegen mach dir keinen Kopf. Drauf. Die Welt ist schön. Die Welt ist überhaupt nicht schön. Wir chillen jetzt ein bisschen und fertig. Nimm dich doch einfach mal ein bisschen zurück. Nee. Entspannen und dann wird alles cool. Zurücknehmen. Ja, ihr beide, dann wird alles cool. Wirklich. Komm, setz euch also hin ich und finde, komm wir mal müssen ein bisschen irgendwas klar, richtig weil, Fettes machen. Finde ich auch. Weil das ist ein bisschen zu langweilig. Ja. Wir könnten. Wir könnten ins Schwimmbad gehen. Boah, die gefällt mir, Mann. Ins Schwimmbad. Es ist Oktober. Was macht ihr denn jetzt? Es und? Ist kalt und wenn ihr Bock habt, in Algen rumzuschwimmen, keiner kümmert sich. Aber das ist doch das Krasse daran. Wir steigen da ein und sind da ganz alleine. Dann findet ihr irgendwas auf dem Grund des Bodens. Und wir gehen rein in das Wasser. Das ist dumm. Und wir schwimmen. Das ist richtig dumm, vor allem in deinem Zustand. Geh mal schwimmen, Alter. Also, wenn du runtergehst, wer holt dich dann, ne? Wir machen den Routenplan und dann gehen wir hin. Okay, mit oder ohne euch. Finde mal. Ja, wir müssen ja mitkommen. Macht die Musik an. Weil ihr unfähig seid. Los, folgt mir. Hier, falls du willst. Ne, pack das jetzt pack weg. Es doch weg, Mann. Das ist ein dumm, Alter. Hallo, Nino, wir kommen mit, weil ihr unfähig seid. Die Sonne scheint. Hast du gesehen, wie ich da runtergekommen bin, Alter? Hallo, Kamera. Okay. Boah. Ey, ist es euch auch? Ja, los. Wir, lass uns ins Wasser. Ab ins Wasser, Mann. Ab ins Wasser, ab ins Wasser. Wasser. Ja, hallo, es ist kalt. Es ist nicht kalt, es ist arschwarm. Merkst du nicht, wie warm es ist, Mann? Ist nicht ich schwitze warm. Schon. Ja, du schwitzt aber irgendwas anderes. Nino! Ja, klar doch. Nino, warte. Nein, Nino. Später. Nicht später. Was ist denn? Ich muss ins Wasser, ich muss ein bisschen schwimmen, ich muss mich abkühlen. Du bist wie ihr kleiner Hund. Nein, bin ich du nicht. Du rennst dir die ganze bin ich Zeit nicht. Her. Doch, und außerdem ach, komm, denkst du nur mit deinem Schwanz, weißt du nicht. Und weißt du was? Ich hab einen Schwanz, der ist hier. Dein Herz wird Digga. Dein Herz wird wieder gebrochen. Hallo. Hallo. Ich weiß das. Ich weiß ganz genau, wie was ablaufen wird. Also zuerst einmal und ist das mit mir. Zuerst einmal ist das mit mir und Sina eine lockere Sache, okay? Und zweitens habe ich gerade eine Trennung mit Eva durch und deswegen will ich keine noch eine Scheiße erleben. Also, hey, du gehst nicht ohne mich rein. Warte. Ihr könnt doch jetzt nicht das ist unfair. Ich komm ja schon. Nein, ihr wollt nicht rein. Nee, ich bin jetzt Wasser. Du willst, dass ich mit reinspringe? Ich mach einen Körper, das sag ich nicht. Ich mach einen Körper, ich mach einen Flickflack. Du machst keinen Körper. Ich mach einen Flickflack. Hallo. Okay, das wird alles, aber kein Flickflack. Es ist ein bisschen kalt. Okay. Ist ein bisschen kalt, aber nur ein ganz bisschen. Digga, haben wir euch das nicht gesagt? Ich hab Hunger. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich hab richtig Kohldampf. Du auch? Ja. Du auch? Du auch? Wir haben alle Kohldampf, oder? Ja, okay, was wird mir? Okay. Hab ich auch Hunger? Hey, ich sag's euch, Leute. Wir überfallen den Kiosk. Ich breche auf. Was? So eine Mega-Idee. Überfallen ja, wir gar nichts. Wir überfallen nicht, Nino. Ja, wir leihen uns das so aus. Richtig. Das ist halt quasi. Wir geben's ja alles zurück, ne? Ja, klar geben wir alles zurück. Wir geben alles zurück. Okay. Also die Verpackung zumindest. Und der Rest landet in unserem Magen. Guck mal, ey, was da dabei ist. Ich jeden Stress und mach Party ohne. Hier. Wie krass. Hier. Ja, geil, oder? Das ist ja heftig. Hier ist was zu naschen. Was Süßes vom Süßen für die Süße. Gleich kotze ich. Genau. Wirklich. Das ist nicht mehr feierlich. Hab ich eine Lärm oder so? Hey, was für da? Gar nicht. So heiß auf diese Frau. Sie macht mich völlig wahnsinnig. Was für ein geiles Gefühl. Alter, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war der beste Sex meines Lebens. Geiler geht's nicht. Sina hat mir komplett das Hirn rausgedreht. Ich glaube, wir haben uns genug versteckt. Lass ihn mal, wir gehen rausgehen. Ah, Chiara. Geschrieben. Die sind zu Hause und wurden nicht erwischt. Denen geht's gut. Sehr cool. Dann würde ich mal mit dem Daumen, wa? Aber hat der Security uns nicht bemerkt? Ich meine, wir waren ja gerade nicht sonderlich leise, oder? Ich weiß nicht. Was hältst du davon, wenn wir noch mal versuchen, ins Wasser zu kommen?
Das hast du gerade nicht ernsthaft gesagt. Es ist Oktober, Sina. Das Wasser ist arschkalt und wir waren da gerade und konnten nicht. Ja, okay, dann lass uns auf eine Liege gehen. Das hört sich nach einem Vorschlag an. Was macht man dann auf der Liege? Das siehst du dann. Ich warte schon mal auf dich, ne? Ah, verstehe schon. So langsam glaube ich, dass aus mir und Sina doch noch was Ernstes folgen könnte. Meine Gefühle werden einfach immer krasser. Aber das muss noch keiner wissen, vor allem Chiara nicht. Denn ich muss ja selbst erstmal kapieren, was bei mir los ist. Ich hätte ja selbst nicht mal gedacht, dass ich nach Eva so schnell wieder Gefühle für jemanden entwickeln kann. Okay, kannst du mir bitte erklären, ob es was Neues gibt bei Amelie? Ich bin mir zu 100% sicher. Wenn wir uns heute sehen, kriege ich die Kleine rum. Nino und ich haben schon viel zu lange nichts mehr zu zweit und alleine gemacht. Und heute ist der perfekte Tag dafür. Hallo! Überraschung! Sina hat geschrieben. Ich und Paula sind gegangen und das heißt Party und sie hat uns eingeladen und ich finde das mega geil. Wir sind gerade erst angekommen und direkt bin ich bei Nino abgeschrieben. Und ich dachte, ich bin seine beste Freundin. Hast du Schiss, verletzt zu werden? Ich meine, Beziehungen sind toll, heißt ja nicht, dass das immer so nach hinten losgeht. Du bist vielleicht ein Beziehungsmensch, ich aber nicht, deswegen bin ich aber nicht weniger glücklich. Vielleicht ist sie ja gar nicht so glücklich als Single, wie sie immer tut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich verkuppel sie. Jonas kommt jetzt heute aus dem Knast, nach 8 Monaten. Bruno, der ist immerhin dein Sohn. Setz dich nicht zu viel unter Druck, okay? Da ist er. Bruno. Jonas, was will der Trottel denn?